Wir bestehen ja aus vielerlei Seelenkörpern, die erst zusammenkommen müssen, kompatibel werden müssen, ihre Aufgabe, ihren Platz finden müssen. Und wenn die Zeit nicht gegeben wird, dann kommt sehr viel Unruhe und frühes Leid in ein Menschenleben, würde Thomas Mann sagen. Also du würdest sagen, die Geschichte, dass man alles nach vorne verschiebt, ist letztlich für die Entwicklung des Menschen ungesund. Es ist ungesund und es ist ein Drängen. Auf vielen Gebieten ist heute ein Drängen der jungen Leute, das später im Alter, und das wird man erst in 50, 60 Jahren merken, wirklich nicht zum Wohl dieser Menschen geschehen ist. Meistens sind es ja gar nicht die jungen Menschen, die das wollen, sondern es sind ja die Erwachsenen, die sagen, wir müssen jetzt... Ja, ja, natürlich. Und die Jungen können sich nicht wehren, weil sie es nicht anders kennen, ist doch klar. Das ist ähnlich, wie man das... Wahrscheinlich in der Verschnellerung, genauso wie man das Gymnasium um ein Jahr verkürzen möchte oder eben Wahlen früher stattfinden. Es hat alles mit einem nicht mehr in der Zeit stattfindenden Rhythmus zu tun. Schicksalsrhythmen heißt es ja. Ja, man muss im Rhythmus bleiben. Ich kann nicht mit 16 den Rhythmus, die Rhythmusreife erwarten, die ich mit 21 habe. Aber das wäre eben auch in der Kenntnis der Geisteswissenschaften und auch in der Verantwortlichkeit, die sich daraus ergibt. Aber das spielt heute alles nicht mehr die Rolle, sondern heute muss alles schnell gehen und alles viereckig sein. Ja, also, schneller. Ich rede von Computern und Handys. Weil du sagst ja auch jetzt in dieser Phase zwischen 21 und 28, die Welt formt das Ich. Die Welt formt das Ich. Da nimmt die Welt richtig Einfluss auf den Menschen und wiederum versucht der Mensch Einfluss auf die Welt zu nehmen. Und das ist wieder ein Doppelspiel. Wir sind ja Menschen mit einem Bein immer in einer anderen Welt. Wir merken es nur nicht. Wir sind unentwickelt, geistig gefordert und dazu aufgefordert, mit der Materie umzugehen. Und in der Zeit ist ja auch dann die Berufsentscheidung gefallen. Nicht bei allen. Also wir kennen Menschen, die sehr lange brauchen. Und die Berufsentscheidung hat ja zu tun mit diesem Einordnen, wie nehme ich die Welt wahr, in welcher Beziehung steht sie mit mir, was fängt sie mit mir an und was kann ich mit ihr anfangen. Und das ist eine besondere Liebesbeziehung, denn in diese Zeit fallen auch die ersten wirklich andauernden Beziehungen. Nicht, dass es das vorher nicht auch gäbe. Ich kenne Leute, die mit 14 sich kennenlernen und heiraten und bis zum Tode miteinander zusammen sind. Es gibt immer Ausnahmen. Ich rede jetzt von dem Allgemeinen. Also normal ist es heute schon. Also früher, es war ja in den 70er Jahren wieder alles ganz anders. Ja, aber heute ist man wieder sozusagen in einer Retrosphase und heute ziehen die Leute mit 21, 28, also in diesem Zeitraum zusammen. Manche heiraten, viele kriegen ihre ersten Kinder, so wie das schon 1930, 40, 50 ja, war. Ganz genau. Also sozusagen in einem eher natürlichen Rhythmus. Ja, aber was ganz wichtig ist, in dieser Zeit zwischen 21 und 28, was das vierte Septennium ist, musst du deine Form finden. Du musst deine Form insofern finden, als du weißt, wer du bist. Und ich meine, man lernt das ganze Leben sich selber kennen und man erstaunt sich immer wieder selber über sich selber, weil man doch wieder Reaktionen eben durch diese genotropischen Effekte, also durch die latent rezessiven Gene ausgelöst, bei sich feststellen muss. Das heißt, es begegnet dir jemand, der ein anderes genetisches Material hat und der in diesem seltsamen Magnetismus bei dir etwas auslöst, womit du nicht gerechnet hast. Mhm. Und dieses zwischen 21 und 28, das ist die Zeit, wo man sehr gut lernen kann, wie das funktioniert bei einem selber, wie man selber funktioniert, damit man sich auch lernt zu beherrschen. Und mit seinen Temperamenten, allen Vieren übrigens, richtig lernt umzugehen und sie beim anderen einzusetzen, was in der Liebesresonanz eine Riesenrolle spielt. Liebesresonanz ist ein Stichwort, das wir im nächsten Teil dieser Sendung behandeln werden. Ich danke jetzt erstmal. In diesem zweiten Teil sprechen wir dann über die vier Jahr siebte, 28 bis 56. Jetzt machen wir die Jahre 28 bis 56 in Bezug auf unser Lieblingsthema, die Liebe. Penny, also 28 bis 35 schreibst du, das Ich formt seine Welt. Vorher hatten wir es umgekehrt, die Welt formt das Ich. Ja. Und jetzt heißt, das Ich formt seine Welt. Nochmal schnell zum anderen. Die Welt formt das Ich, das heißt, mein Bewusstsein ist so entwickelt zwischen 21 und 28, dass ich durch Reisen, durch Lesen, durch Studieren wahrnehme mich sortieren kann, wo gehöre ich überhaupt hin. Ja, meine Wahrheit kann sich ja jeder selber
nachvollziehen. Ne? Also was mache ich, wenn ich bin 21? In dieser Zeit ist es wirklich toll. Also es ist so faszinierend, wenn du denkst, was hast du jetzt in dieser Zeit gemacht? Man studiert ja auch in der Zeit. Man lernt unglaublich viel. Man lernt mit den großen Dingen des Lebens auch umzugehen. Genau. Gehörst du dahin, gehörst du dorthin, dann ist vielleicht erste Todesfälle der Großeltern, solche Dinge. Ja, legt einen dann auch. Ja. Und jetzt ist aber umgekehrt, du bist jetzt in einer gewissen Weise gereift, auch in der Liebe, hast Erfahrungen gemacht und jetzt fängst du an, nicht die Welt, sondern deine Welt zu formen. Ja, es hängt auch damit zusammen, dass man ausgebildet ist. Mhm. Man sollte ausgebildet sein. Natürlich dauern manche Ausbildungen länger, das ist ja ganz klar. Aber so der Grundstock ist mit 28, diese vier, das Re-Vier, also das Viereckige, das Feste, das steht bis dahin. Und das Interessante ist, dass wenn man Talente bis zu diesem Zeitpunkt, 28, nicht nach außen gebracht hat, also erkennbar und sichtbar für andere, dann sterben sie. Dann sind sie nicht mehr vorhanden, dann kann man sie erst wieder in den Jahren nach 63, 64 wieder aufleben lassen. Allerdings nicht mehr in der Intensität, in der sie vorher vorhanden wären. Nun, wir treffen in dieser Zeit bis 28 Menschen, die durchaus schon die große Liebe sein können. Ja? Aber zwischen 28 und 35 bringt die Welt Menschen an uns heran, die früher in früheren Existenzen unsere Familie waren. Das weiß man natürlich nicht, sondern man hat so das Gefühl, ich kenne diesen Menschen irgendwoher, der ist mir vertraut, kennen wir uns, ist sehr oft eine Frage, die zwischen 28 und 35 gestellt wird. Mhm. Und daraus ergeben sich sehr viele auch missverständliche Lieben, weil wenn ich meinen Ehemann wieder treffe, ja, dann ist es aus früherer Zeit, dann ist es natürlich ein Riesenerlebnis für meine Seele, aber das Gesetz des Universums sagt, wer im letzten Leben verheiratet war, wird in diesem Leben eben nicht mehr verheiratet sein. Also immer vorausgesetzt, es gibt ein früheres Leben, wir wollen das jetzt nicht diskutieren. Das können wir gehen jetzt mal davon aus, dass es das gibt, ganz einfach, auch wenn jetzt viele sagen, ja, man möge es mir verzeihen. Aber wir leben zumindest mal mit der Möglichkeit. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Das ist doch schön. Wir diskutieren jetzt aufgrund der Möglichkeit, dass es frühere Leben gibt. Wir können es nicht beweisen. Spricht ist ja auch, spielt jetzt auch keine Rolle, weil wir reden ja über die Liebe jetzt. Aber ich möchte gern das eingeflossen haben, damit Menschen, eingeflossen haben, ja, toll, stellt sich sofort irgendein Fisch vor, dass Menschen auch manchmal wissen, warum so schmerzliche Lieben zwischen 28 und 35 auftauchen. Vielleicht macht es ein bisschen einfacher. Wir formen das Ganze. Das heißt, da entstehen dann auch Familien. In der Zeit entstehen viele Kinder, also überraschend viele. Und wir lernen, unsere Welt so zu formen, dass wir darin existieren können. Also, dass wir uns wohlfühlen. Und das Schicksal ist manchmal da etwas seltsam. Es bietet dann wiederum, das zeigt sich aber schon vorher, zwischen 21 und 28, Gegenargumente, die uns zwingen, mit diesem, was wir innerlich glauben, haben zu können. Das stellt es dann in Frage. Wir müssen uns auch in der Partnerwahl darauf einstellen, dass nicht alles möglich ist. Sag mal, wieso? Es wäre doch anders gesagt. Es wäre alles doch viel leichter, wenn man solche Dinge in der Schule lernen würde, mitbekommen würde. Sondern so werden alle Menschen einfach reingeworfen, machen alle dieselben Fehler, leiden furchtbar. Nicht alle natürlich, manche haben ja auch Glück und leiden nicht. Aber wenn man solche Dinge vorher wüsste, zum Beispiel, hier begegnet mir jemand, mit zwischen 28 und 35, es geht vorbei und es geht halt deshalb vorbei, weil er eben zu meiner Familie gehört und nicht ein, ein Fremder. Ja, kann auch das ganze Leben bleiben. Also, es wäre doch angenehmer, es wäre doch viel einfacher, man würde sich mit diesen Dingen ständig beschäftigen und nicht mit dem Knochenbau der letzten fünf Affen von Gibraltar. Ja, das ist richtig. Dann würde unser Leben doch viel leichter sein, auch unser Liebesleben. Es ist deswegen so schwierig, weil Menschen sich mit Geisteswissenschaften nicht so intensiv auseinandersetzen, um das zu lernen, also wirklich intensiv von der Pike auf. Von der Geburt bis zum Sarg brauchst du 7-8 Jahre. Wir machen jetzt, die Schüler demonstrieren hier am Freitag, wir demonstrieren am Donnerstag. Hashtag Thursdays for Wisdom. Ja. Ne? Ja. So, wir demonstrieren alle, um diese Weisheit zu haben. Ja, das wäre schön. Mit mehr Wissen. Und es wäre für viele Menschen ein Faktor der Schmerz,
kleiner macht, ja, und erträglicher vor allem. Man versteht die Dinge. Ja, man weiß, warum sie gestehen, warum sie geschehen, weil du stehst manchmal so ratlos vor diesen Phänomenen, die dir geschehen, diese wahnsinnige Liebe, die du plötzlich hast, und nach 2 Monaten ist sie weg. Ja, und da kommt doch die Frage, ja, warum bin ich nicht in Ordnung? Mhm. Ist da mit mir was nicht oder was ist es? Und wenn jemand sich wirklich auskennt, dann kann er anhand der biografischen Rapporte, also wenn man die Septennien vergleicht, kann man nämlich sehen, was sich wiederholt. Und darauf kann man wirklich ein Auge haben, wenn man sich auskennt und weiß, spannend. Das bedeutet dann, dass früher das und das geschehen ist. Aber eben das zu studieren dauert. Das lernen wir nicht in der Schule. Tod lernen wir, also Sterben lernen wir nicht. Alles. Wir lernen alles Mögliche, was man nicht braucht. Aber die wirklich essentiellen Dinge lernen wir nicht in der Schule. Vermutlich gibt es gar niemand, der das lehren könnte. Es wird wiederkommen. Ich versichere dir, es wird wiederkommen, denn es ist ein Gesetz, dass das, was weggedrückt wird und klein gemacht wird, dann umso größer wieder auftaucht. Wir haben hier jetzt das nächste Jahr Sippt, das Ich im Zenit des Seins, 35 bis 42. Ja, in diese Zeit fällt ein unfassbar wichtiger Punkt, und zwar der zweite Mondknoten. Ich nehme ein bisschen Astrologie auch rein. Und zwar gibt das die Möglichkeit, das Leben grundsätzlich zu ändern, einen anderen Beruf zu ergreifen oder zu dem Beruf, den man hat, noch was dazuzunehmen. Und zwischen 37 und 42 gibt es unglaublich viele Trennungen. Also, weil man da einen Partner trifft, der der eigentliche Partner gewesen wäre, von Anfang an, der aber in der Zeit noch nicht gestimmt hat. Wenn man die Geheimnisse von Schicksalsabläufen kennt, dann weiß man, dass das in der Zeit sehr oft passieren kann. Und nun erhebt sich natürlich auch die Frage, wie beurteilt man den Satz, bis dass der Tod uns scheidet? Ist es der Tod der Liebe, der uns scheidet? Oder geben wir uns ein Versprechen für dieses Leben, dass wir sagen, ja, ich gebe dir die Sicherheit bis zu deinem sterblichen Ende? Oder aber man sagt, lass uns, ohne uns gegenseitig Garantiekarten auszustellen, eine Zeit lang so optimal miteinander leben, wie nur irgend möglich, daraus unsere Lehren ziehen, daraus unsere Erfahrungen ziehen, um dann vielleicht nachher sogar dieselbe Gemeinschaft noch erfüllter leben zu können oder eine neue Gemeinschaft und den anderen damit freizugeben. Ein toller idealistischer Ansatz. Ja, sehr idealistisch, ich gebe es zu. Ja, es ist ja schön, das Ganze ist sehr idealistisch. Ja, natürlich. Aber natürlich, wenn man einmal sich damit beschäftigt hat, kann man ja gar nicht mehr anders, als sozusagen wirklich reflektiv damit umzugehen. Übrigens jetzt auch reflektiv 42 bis 49, das Ich als Vorbild. Das Ich als Vorbild, in der Zeit. Siebten Jahr siebt. Ja, in diesem siebten Jahr siebt. Muss die Persönlichkeit mit dem Charakter Frieden geschlossen haben. Weil Persönlichkeit und Charakter ist was ganz Verschiedenes. Charakter ist eine Anlage, eine genetische Anlage und eine karmische Anlage und eine reinkarnative Anlage, also ganz viele Aspekte. Und Persönlichkeit ist das, was wir intelligenzmäßig feststellen, wie wir uns zu benehmen und zu geben haben, damit wir in der Welt gut durchkommen. Also eine gewisse Form von Opportunismus, wenn du so willst. Bauernschleue. Ja, dazu gehört aber auch Charme, dazu gehört die Verwendung deiner Bildung, deiner Intelligenz, das Bewusstsein über dich selber. Aber dieses kompatibel miteinander verbinden, das ist dasselbe, kompatibel. Persönlichkeit und Charakter, um das geht es vor allem. Und wenn du das hinkriegst, dann wirst du zum Vorbild, weil du dann eine Persönlichkeit bekommst, die als Nebengeschenk etwas erhält, was man nicht erlernen kann, nämlich Charisma.